Hallo, Hunde können unberechenbar sein, wenn sie aggressiv werden, und es ist wichtig zu wissen, wie man mit der Situation umgeht, bevor es zu gefährlich wird. In diesem Video zeige ich Ihnen die drei wichtigsten Gründe, warum Hunde aggressiv werden, und was noch wichtiger ist, wie Sie das verhindern können. Krankheit und Verletzung. Wenn Ihr Welpe, der immer das Bild der Zufriedenheit war, beginnt plötzlich Anzeichen von Aggression zu zeigen, wie Knurren, Schnappen oder Beißen, Sie können an einer zugrunde liegenden Krankheit leiden. Es ist wichtig, alle Erkrankungen zu untersuchen und auszuschließen, die zu Hundefeindlichkeit führen können. Aggression bei Hunden wird oft durch Schmerzen ausgelöst, die das Ergebnis eines zugrunde liegenden medizinischen Problems oder einer Verletzung sein können. Erkrankungen wie Arthritis, Knochenbrüche, Tumore und Schnittwunden können alle dazu führen, dass Ihr Welpe aufgrund seines Unbehagens und seiner Not unerwartet um sich schlägt. Darüber hinaus können bestimmte Gehirnerkrankungen das Verhalten beeinflussen und zu irrationaler Aggression führen. Sie müssen die Grundursache identifizieren, wenn Ihr Hund aggressive Tendenzen zeigt, damit Sie keinem weiteren Schadens- oder Krankheitsrisiko ausgesetzt sind. Plötzliches, feindseliges Verhalten bei Hunden kann ein Zeichen für zugrunde liegende kognitive Probleme sein oder Hirnerkrankungen wie Tumore. Oft tritt dies bei älteren Hündchen auf, es kann jedoch in jedem Alter auftreten. Anstatt zu versuchen, die Aggression nur als ein Problem mit Ihrem Training zu korrigieren oder Persönlichkeitsmerkmale, konsultieren Sie in erster Linie Ihren Tierarzt. Es mag verlockend sein, Ihren vierbeinigen Gefährten selbst mit Medikamenten zu behandeln, um Schmerzen zu lindern. Dies ist jedoch nicht ratsam. Bevor Sie etwas im Namen eines kranken Hundes unternehmen, Sie müssen zuerst die entsprechende Diagnose haben. Versuchen Sie nicht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, bis Sie verstehen, welcher Zustand behandelt werden muss. Nur ein Tierarzt kann Sie professionell beraten, welche Medikamente für Ihren Welpen geeignet sind. Furcht. Hunde werden oft aus Angst zu aggressivem Verhalten gezwungen, um sich vor wahrgenommener Gefahr zu schützen. Wenn sich zum Beispiel ein Welpe gefangen fühlt und nicht entkommen kann oder sieht, wie jemand seine Hand über sich hebt, als würde er geschlagen werden. Diese Faktoren können Aggressionen seitens des Hundes auslösen. Durch das Verständnis dieses Prozesses können wir besser lernen, wie man am besten mit ängstlichen Hunden umgeht, bevor potenziell unerwünschte Verhaltensweisen Wurzeln schlagen. Wenn Ihr geretteter Welpe besonders aggressiv oder ängstlich ist, es kann misshandelt oder einer belastenden Erfahrung ausgesetzt worden sein. Gewinnen Sie so viele Informationen aus dem Ort, wo Sie sie adoptiert haben, wird dazu beitragen, Klarheit darüber zu schaffen, wie mit Ihrer spezifischen Situation umzugehen ist. Dies zu wissen kann helfen zu verstehen, warum Sie bestimmte Emotionen empfinden, und führen Sie zu erfolgreichen Rehabilitationsstrategien für Ihr Haustier. Für Rettungshunde, die aufgrund einer Vorgeschichte von Misshandlungen Angst oder Angst zeigen, die beste Vorgehensweise könnte die Konsultation eines Ausbilders sein, der sich mit der Rehabilitation solcher Tiere auskennt. Aber mit der richtigen Ausbildung und Hingabe, diese Probleme können auch von Ihnen allein erfolgreich angegangen werden. Für eine Beratung, welcher Weg für den Genesungsprozess Ihres Hundes der richtige ist, es kann für Sie von Vorteil sein, mit einem vertrauenswürdigen Tierarzt zu sprechen. Um jegliche Aggression zu verhindern, nähern Sie sich unbekannten Hunden vorsichtig, lassen Sie sie am besten zu Ihnen kommen. Das Training und die Sozialisierung Ihres Hundes können dazu beitragen, die Angst in der Zukunft zu beseitigen. Besitzgier. Besitzaggression, auch bekannt als Ressourcenschutz, entsteht, wenn ein Hund etwas übermäßig beschützt, zum Beispiel Lebensmittel, Spielzeug oder Gegenstände, die als sehr wertvoll erachtet werden. Knurren und Beißen sind normalerweise Anzeichen dafür, dass Ihr Welpe ein Problem damit hat, dass sich ihm jemand nähert. Während Sie aus Ihrer Schüssel essen oder mit einem Ihrer Lieblingsartikel spielen. Eine zusätzliche Demonstration ist bei Hunden zu sehen, die gegenüber Zustellern feindselig werden, wie der Postbote, der die Grenzen ihres Grundstücks betritt oder in der Nähe der Zaunlinie stehen. Diese Art von Verhalten dient in erster Linie der Verteidigung dessen, was er in seinem Territorium wahrnimmt.
Ressourcenschutz ist eine häufige Quelle der Feindseligkeit gegenüber anderen Haustieren. Wenn Hunde ihr Hab und Gut als bedroht empfinden, knurren sie oft, schnappen oder beißen sie sogar jeden, der sich dem nähert, was der Hund als seinen Futternapf wahrnimmt, Bett oder das beliebteste Spielzeug. Das Aggressionsniveau kann von Welpe zu Welpe und auch zwischen Objekten unterschiedlich sein. Zum Beispiel könnte es ihrem pelzigen Freund nichts ausmachen, wenn sie ihn streicheln, während er an einem Gummispielzeug kaut. Könnte aber feindselig werden, wenn du dasselbe mit einem Schweineohr machst, weil er jedes Objekt oder jede Ressource für wertvoll hält. Dominanz zeigen. Manchmal agieren Hunde aggressiv, um ihre Dominanz zu zeigen. Diese Art von Verhalten richtet sich normalerweise an andere Hunde, sie kann jedoch auch auf Menschen gerichtet sein. Es ist wichtig zu verstehen, dass Dominanz nicht als angeborenes Persönlichkeitsmerkmal angesehen werden sollte, sondern als situations- und kontextabhängige Reaktion. Hunde können je nach den Bedingungen zu dem einen oder anderen Verhalten neigen. Dies definiert jedoch nicht, wer sie angeboren sind. Hunde, die dominante Züge aufweisen, glauben, dass sie ihre Autorität in einer bestimmten Situation bestätigen müssen. Normalerweise beinhaltet dies Knurren, Schnappen oder sogar Beißen, wenn sie sich bedroht fühlen. Unglücklicherweise für sie und uns bezeichnen Menschen die Aggression von Hunden regelmäßig falsch als Ausdruck von Dominanzverhalten, obwohl es oft eine andere Ursache geben kann. Durchsetzungsfähiges dominantes Verhalten ist nicht annähernd so weit verbreitet wie andere Arten von aggressiven Ausbrüchen. Frust. Frustrationsinduzierte Aggression wird typischerweise als umgeleitete oder Barrierenfrustration bezeichnet. Es entsteht, wenn ein Hund keinen Zugang zu dem hat, was er begehrt, und drückt anschließend seine Enttäuschung durch eine alternative Form der Kommunikation aus. Für viele Hunde ist diese Art von Verhalten besonders häufig, da sie einen Großteil ihrer Zeit angebunden an der Leine verbringen, durch Maschendrahtzäune begrenzt oder an einer Stelle angekettet. Zum Beispiel könnte ein Welpe, der im Hinterhof angebunden ist, seinen Tag mit Zerren verbringen und zu jaulen, um einen anderen Hund auf der anderen Straßen- oder Hofseite zu erreichen. Der zurückhaltende Hund wird wilder bellen, wenn seine Frustration steigt. Wenn sich sein Besitzer nähert, kann es diese aufgeregte Energie stattdessen auf ihn richten, was zu einem Biss führt, der aus umgeleiteter Aggression auf sie gerichtet ist. Dasselbe Verhalten kann auch zwischen Haustieren innerhalb einer Familie beobachtet werden, egal ob Katze oder Hund. Die Aggression ihres Welpen zu interpretieren, sollte mit Vorsicht erfolgen. Bevor Sie voreilige Schlüsse ziehen, ist es wichtig, dass Sie zunächst alle zugrunde liegenden medizinischen Probleme ausschließen. Oder Angst, das Problem nicht noch schlimmer zu machen. Wenn Sie die Ursache für das aggressive Verhalten Ihres Hundes nicht identifizieren können, dann könnte es sich als unschätzbar erweisen, Hilfe von einem qualifizierten und erfahrenen Spezialisten für Hundeaggression zu suchen. Ihr Fachwissen kombiniert mit spezialisierten Trainingsmethoden kann oft gewünschte Veränderungen sogar für jene Welpen herbeiführen, die als irreparabel gelten. Danke fürs Zuschauen. Achten Sie darauf, zu mögen, abonnieren Sie unseren Kanal Haus der Welt, aktivieren Sie die Glockenbenachrichtigungen und hinterlassen Sie unten einen Kommentar, in dem Sie uns mitteilen, welche Themen Sie als nächstes behandelt sehen möchten.